Hallo da draußen, ich habe wieder eine Rezension für euch, beziehungsweise ich muss euch heute was beichten, was vielleicht einige von euch schon wissen. Nun, mein Name ist Alice, ich bin 24 Jahre alt und ich bin Bibliophil. Ja, wird jetzt nichts Neues für euch sein, aber das wird wahrscheinlich erklären, warum ich jetzt ausgerechnet das Buch rezensiere, was ich gerade rezensiere. Und zwar geht es um folgendes Buch: Räume für Menschen, die Bücher lieben. Ist das nicht schon ein unheimlich toller Titel? Dieses Buch ist im DVA Verlag erschienen und ist von Leslie Geddes Brown veröffentlicht worden. Nun, ich möchte euch auch gleich erzählen, was hier, oder beziehungsweise vorlesen, was hier auf dem Buchrücken steht. Das Einrichtungsbuch für Bibliophile, also mich. Bücher in allen Räumen, in Dielen und Hausfluren, Wohnräumen, Küchen, Kinderzimmer, Schlaf- und Badezimmer, sowie Arbeitsräumen. Mit praktischem Anhang zahlreiche Bezugsadressen von Antiquariaten, Buchbindereien, Restauratoren, Möbelhändlern, Designern und Architekten. Stimmungsvolle Fotografien in authentischen Interieurs aus aller Welt. Nun, das beschreibt es recht gut, was alles in diesem Buch drin ist. Nun, ich habe euch ja bereits schon mal Bücher vorgestellt über Bücher bzw. über Bibliotheken bzw. über Menschen, die Bücher sammeln. Und dies hier unterscheidet sich ein bisschen von den anderen Büchern, denn es wird, wie hinten vorgelesen, für jeden Raum Bücher vorgeschlagen. Also wie soll ich das jetzt am besten erklären? Nun, die Autorin, Leslie Geddes Brown, gibt nicht wirklich Anordnungen oder so. Nein, es gibt ein Vorwort und dann gibt es, ich möchte kurz die Kapitel vorlesen, mit Büchern wohnen, mit Büchern arbeiten, mit Büchern einrichten, mit Büchern inszenieren. Nun, zu jedem Kapitel, beziehungsweise dann auch zu den Unterkapiteln, sagt sie so ein bisschen ihre Meinung. Also im Vorwort wird ein bisschen über Bücher von damals bis heute, von Bibliotheken, von der Erfindung des Buchdrucks erzählt. Und dann in den jeweiligen Kapiteln gibt die Autorin ihre Meinung wieder. Zum Beispiel, ich möchte hier was zitieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Jeder Wohnraum braucht seine Portion Bücher, die man flink aus dem Regal ziehen oder vom Beistelltisch nehmen kann, um darin zu lesen oder zu blättern. Man weiß nie, wann man etwas nachschlagen muss. Außerdem haben Bücher einfach Suchtpotenzial. Betroffene kommen keinen Tag ohne Lesestoff aus. Na, sagt es da nicht schon ziemlich genau, dass da genau ich beschrieben werde? Nun, wie gesagt, man findet wirklich wunderschöne, wunderschöne Bilder. Wirklich zu verschiedensten Wohnzimmern, zu verschiedenen Schlafzimmern, zu verschiedenen Kinderzimmern, Badezimmer, Bibliotheke, geordnete Bibliotheken, Chaosbibliotheken, Einrichtungstipps. Dann auch gibt es ein Kapitel mit Bücherwänden bzw. verschiedene Bücherregale. Ach, dieses Buch zum Durchblättern ist einfach nur himmlisch, weil man sieht so viele verschiedene Bücher und so viele Arten, wie man ein Bücherregal einrichten kann oder ausrichten kann oder wo man es aufstellen kann. Und das ist wirklich toll. Dementsprechend habe ich dieses Buch eher auf einen Nachmittag eigentlich gelesen, weil es steht wirklich nicht sehr viel drin. Also die Autorin gibt immer wieder ihre eigene Meinung oder ein paar Tipps. Und zudem werden eben verschiedenste Bibliotheken, Bücher, Räume gezeigt und eben dann in so kleinen Querverweisen, wer diese Bibliothek oder halt diesen Raum entworfen hat oder wem sie gehört oder wo sie eben zu finden ist. Was ich ganz toll finde, es gibt wirklich im Anhang eine schöne Liste von Bibliotheksmöbeln, über antike Möbel, Ex-Libris oder Stempel, wo man die besorgen kann, Regalbeleuchtungen, interessante Adressen für Bücherfans und Architekten. So. Also, wenn jetzt jemand wirklich sich sowas gerne anschaut, ist dieses Buch etwas für einen. Wenn jetzt jemand allerdings gern, ich weiß nicht, seine Bibliothek neu gestalten will oder Tipps für seine eigene Wohnung haben will, dann kann er in diesem Buch wirklich unheimlich viele Ideen finden. Bilder zu zeigen ist ja immer recht schlecht mit meiner Kamera.
Ich zeige jetzt nochmal das Cover. Aber der Verlag hat mir drei Fotos zur Verfügung gestellt, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Ich werde diese Fotos jetzt am Ende des Videos als kleine Slideshow einblenden. Ich muss auch sagen, ich sage euch gleich das erste Foto, das ich euch zeigen werde. Habe ich mich tierisch gefreut, als ich gemerkt habe, dass ich das zur Verfügung gestellt habe, weil das auch recht am Anfang vom Buch ist und weil ich da so richtig so, boah, geile Idee für einen Ort, wo eine Bibliothek sein könnte, mit raffinierten System zum Drankommen. Also ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich werde euch nochmal genau das Buch mit ISBN unten in der Infobox verlinken. Vielleicht ist das ja für euch. Die Slideshow gibt es am Ende des Videos. Ich freue mich über Kommentare, besonders zu diesem Buch von euch, weil ich natürlich gerne von den ganzen anderen Buchgurus wissen möchte, wie euch so ein Buch gefallen würde oder ob ihr nun süchtig werdet und eurer Bibliophil freien Lauf lasst. Ja, und ich sage dann einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und viel Spaß mit den Bildern.